herzlich willkommen zu einer neuen Episode und die letzte für Gran Canaria. Servus auch von mir. Wir sind heute am Playa de... Schon wieder vergessen. Tiritana oder so? Ja, das ist korrekt. Warte, Playa de Tiritana. Hab oder ich doch richtig. Nee, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich richtig geraten. Wir sind eigentlich schon ziemlich lange hier. Haben uns gerade eben erst dazu entschlossen, das Video noch zu beginnen. Wir haben da oben an der Straße geparkt und sind dann im Anschluss einen ganz verlassenen Weg hier runtergelaufen. Anscheinend war das mal so geplant, dass hier irgendwie eine Hotelanlage hinkommt oder was auch immer. Hast du ja gerade eben in den Videoaufnahmen gesehen. Sah ziemlich geil aus, ein bisschen verlassen, so Lost Place mäßig. War auch keiner unterwegs. Eigentlich ganz cool. Also unser Hinweg war bei Ebbe. Wir sind hier unten an den Felsen entlang gelaufen. Ja genau, hier quasi unten entlang, dann hier. Ja, und jetzt merkt man ja schon, steigt das Wasser wieder. Ja, wir waren um 13 Uhr ungefähr hier, 14 Uhr irgendwas war der tiefste Stand und jetzt merkt man halt, wie das Wasser wieder ansteigt. Für den Rückweg müssen wir uns da vielleicht was anderes überlegen. Schwimmen oder so. Alternativ habe ich schon da oben ausgelotet. Wenn du hier hoch gehst, gibt es noch quasi so einen Klippenweg. Da könnte man notfalls langlaufen, aber naja, werden wir sehen. Genau, Katja schwimmt, der schmeiße ich meinen Rucksack hinterher als Folie, da geht sie nicht unter. Wenn ich jetzt von hier unten mit dem Jetski immer geradeaus durchballern würde, dann würde ich in der Sahara von Marokko rauskommen. Ich glaube, wir gehen mal noch eine Runde in die Sonne. Ich hocke hier mittlerweile voll im Schatten. Katja, willst du nicht mit ins Wasser? Ich bin fertig für heute. Fertig? Ja, dann gehe ich alleine. Ein bisschen die Unterwasserregion erkunden. Oh, ich habe wieder das brutalste Schnorchel-Outfit an. Bitte keine taucherischen Höchstformen von mir verlangen. Da meine Lunge dauerhaft mit Rauch gefüllt ist, ist da wahrscheinlich länger wie 30 Sekunden unter Wasser gar nichts drin. Naja, ob die GoPro schwimmt mit ihrem Anzug. Alles klar, Mann. Direkt hingefallen. Jetzt geht's. Tauchen. Handy Girl. Also deine Brille, die ist nicht so geil, ne? Warum? Weil wenn man die trägt, denkt man unter Wasser, man schielt. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Vielleicht schielst du auch. Nein, ich schiel nicht. Ist mir noch nie aufgefallen. Nicht aufgefallen? Nee. Ja, solltest du mal vielleicht drauf achten. Bei dem Qualitätsprodukt, was du da in der Hand hältst. Ja, das ist AliExpress. Nee. Ui. Ja, nix, sollen wir langsam die Heimreise antreten? Aber jetzt schon, oder was? Wir haben gleich 5:30. Ja, dann geht's los. Und wir müssen noch einkaufen. Schon wieder. Na jo. Ey, jedes, beziehungsweise das letzte Video ja auch, ne?
war ja auch wieder einkaufen. Das weiß eigentlich keiner, dass gestern ein Chilltag war und somit gar nichts gelaufen ist. Wir nur gegessen haben, wir so ein Video geschnitten haben. Episode 2 Gran Canaria ist zum Beispiel jetzt auch schon fertig. Und du hast gelernt wie so ein Büffel, ne? Ja, und deswegen müssen wir heute halt schon wieder einkaufen gehen. Also gar nicht so viel essen, aber hauptsächlich fehlt uns Wasser und doch Milch fürs Müsli müssen wir auch noch holen. Richtig. Ja, also nur so Kleinigkeiten. Aber hier vorne ist direkt ein Supermarkt auf dem Rückweg. Da können wir kurz anhalten und dann ist vielleicht noch ein kleiner Snack für heute Abend drin. Ja, wäre schön. Ja, dann baue ich jetzt eben noch die Zeitraffer ab. Die steht nämlich noch da hinten, schön fleißig. Tut ihre Arbeit, während wir nichts machen. Gell? Ja. Alle hopp, dann räumen wir mal zusammen. Ne? Let's go. Ja. Okay, das wird jetzt richtig ekelhaft. Ich habe natürlich meine Badeschuhe zu Hause vergessen. Das heißt, ich war mit meinen Turnschuhen im Wasser. Die sind dementsprechend jetzt ziemlich nass und ich darf jetzt mit meinen trockenen Füßen wieder in diese ekelhaften, nassen Schuhe rein. Super! Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben gestern nicht mehr viel gemacht. Es hat ja ganz abrupt mit einem Zuschlagen des Kofferraumdeckels geendet. Dann haben wir gestern Abend den wunderschönen Tag ausklingen lassen bei 2 Mojitos und sind ja müde ins Bett gefallen und heute wieder aufgestanden. Gefrühstückt haben wir schon und jetzt erzählt euch mal die Faktenfrau, wo es hingeht. Ja, heute machen wir mal was ganz anderes. Wir fahren zum Puerto de Mogán. Da ist heute Markt. Also immer freitags ist da wohl Markt. Und das wollen wir uns mal angucken. Bis um 14 Uhr soll da ein ziemliches Getümmel sein. Und die Stadt Puerto de Mogán soll auch ganz schön sein. So das kleine Venedig von Gran Canaria, sagt man. Eigentlich war schlechtes Wetter gemeldet. Es sollte seit um 7 Uhr regnen. Die Sonne ballert. Was will man mehr? Jetzt freuen wir uns auf einen schönen Tag. Vielleicht ist auch der Strand wieder mit dabei, je nachdem, wie sich das Wetter hält. Aber jetzt geht's erstmal ins Städtchen. Bisschen shoppen. Katja, was hast du denn wieder für einen Modeschmuck angetan? Da. Ein bisschen Geld raushauen hier. Hola, Hassan. Hallo. Was ist denn du so? Ich bin ja misstrauisch, nur vorsichtig. Voll nach unserem Geschmack hier. Der Freitagsmarkt von Puerto de Mogán. Leider eine ziemliche Enttäuschung. Statt individuellen, handgemachten Dingen leider nur Klimbim und schlecht nachgemachte Markenklamotten. Im Nachhinein erfahren wir, dass es wohl montags einen Kunsthandwerkermarkt in Puerto de Mogán gibt, den wir leider verpasst haben. Trotzdem hat sich der Ausflug in die kleine Hafenstadt mehr als gelohnt. Denn gerade in der Hafenregion finden sich wunderschöne blumenbeschmückte Gassen, die durchzogen sind von kleinen Wasserkanälen. Das war auf jeden Fall ein kleiner Spaziergang wert. Thank you.
Das war ein richtiger Mojito. Ja. Mhm. Richtig geil. Schmeckt der süßer oder was? Kannst du nicht vergleichen. Also schmeckst den Rohrzucker voll raus und die Minze, die ist richtig krass intensiv. Ja. Probier halt mal selber. Ja, mach ich ja. 5 Euro kostet die Kanüle. Aber allein zugucken ist schon eine Show wert, ne? Alter, schmeckt das geil. Mhm. Oh. Wir haben halt auch keine Rohrzuckerpresse, ne? Ja, ich stehe ja unheimlich auf Süßen. Der schmeckt einfach nur krank süß mit rum, ne? Und Minze halt. Ja, Hammer. Ist geil. Sehr schön, ey. Zusammen. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen bei unserem letzten Urlaubstag für dieses Jahr leider. Mhm. Nachdem wir gestern auf diesem wunderschönen Markt waren in Puerto de Mogán, sind wir im Anschluss wieder an den gleichen Strand geflüchtet wie am Tag zuvor und haben da bei einem wunderschönen Sonnenuntergang den Abend ausklingen lassen. Ne? Mhm. Und heute Morgen sind wir ganz spontan vor unserem Abflug nochmal an eine ganz besondere Location gefahren. Wir sind hier im Naturpark Bandama. Hier gibt es den tiefsten Vulkankrater der Insel. Der ist wohl 200 Meter tief und der Durchmesser ist über 1000 Meter. Da kann man eine kleine Wanderung machen und das haben wir jetzt mal vor. Also wir wandern einmal komplett auf dem Krater hier oben entlang, rundherum komplett. Alternativ gibt es natürlich noch eine Wanderung in den Krater rein. Aber beides zusammen werden wir nicht schaffen, weil später geht unser Flieger ja und den wollen wir nicht verpassen. Was auf jeden Fall schon mal auffällt, ist die komplett andere Vegetation als die Region, wo wir uns jetzt die ganze Zeit aufgehalten haben. Hier ist viel mehr Reichtum an Pflanzen, Blüten. Es riecht ganz anders. Also es ist nochmal was komplett anderes als die Region, wo wir jetzt die letzten Tage waren. Uns hat geregnet, muss man auch noch dazu sagen. Ja. Ist alles schön feucht, dadurch die Gerüche noch mal ein bisschen intensiver. Ganz schön. Perfektes Abreisewetter. Ja, wirklich. Wir kamen im Regen und wir gehen im Regen. Alter, metaphorisch. Mhm. Wir wandern nochmal weiter. Der freut sich, weil sie mir gerade eben wieder ein graues Haar gezupft hat. Wir machen soeben wieder ein Päuschen, direkt am Kraterrand, ne? Ja. Und da ist mir hier gerade so ein Steinchen aufgefallen. Dieses Teil hier. Sieht ziemlich durchlöchert aus und fühlt sich auch sehr leicht an. Und jetzt war meine Frage, schwimmt das Ding oder schwimmt es nicht? Katja, gib mal einen Tipp ab. Schwimmt nicht. Ich sag, schwimmt. Oder willst du nochmal anfassen, fühlen, bevor du deine Meinung endgültig preis- oder kundgibst? Ist schon luftig, ne? Das merkst du fast gar nicht. Ja, das stimmt. Komm, sag was. Mach's nicht so spannend. Schwimmt nicht. Alles klar. Sonst ist es ja langweilig, wenn wir beide das Gleiche sagen. Das muss ich mal eben gucken, dass man das auch sieht. Scheiße. Warum schwimmt er nicht? Da zum Beweis. Schwimmt nicht. Oh Mann. Aber es hätte auch anders sein können. Also habe ich wieder verloren. Ich begebe mich jetzt auf die Suche nach einem Stein, der schwimmt. Könnte ein bisschen dauern. Wenn ich was gefunden habe, melde ich mich wieder. Ja, das war's zu unserer Spiel- und Spaßstunde. Nicht so erfolgreich für mich. Habe ich nicht geplant.